Unmöglich! Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Das klingt so ein bisschen... klingt so ein bisschen, als würden wir gerade zu einem Superbösewicht werden. Haselnuss haben einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Und heute zeige ich es ihnen. Okay. Die Animation. Hübsch, nicht? Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Okay, schauen wir uns erstmal, nehmen wir das Poster mal. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroff der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Waren wir nicht. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Waren wir nicht. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zaroff steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Kann ich denn noch irgendwas anderes antatschen? Nope. Dieb. Dumpf. Es hilft nur zum Identifizieren, ne? Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Oh, ein Zauberstab. Packen wir ihn in die Hose. Klar. Hut. Oh, heiliger Bimbam. Ach, reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Ey, Alter, er so, oh, ist bestimmt nur ein Waschbär. Waschbären sind fucking schreckliche Tiere. Oh, heiliger Bimbam. Alles klar, mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Wir haben ja glücklicherweise einen Zauberstab, ne? Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an Zuhause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also.
dass alles in seine Hosentasche passt. Wenn ich eine Sache aus Adventures haben möchte, dann diese Hosentaschen. Was du da alles reinbekommst, ne? Du kannst dein Haus mitnehmen, ne? Nie wieder Umzüge, hast alles bei dir. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Bei der Daus. Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die fünf feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jared, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Oh, ich liebe seinen Mantel, ne? Den hätte ich gerne. Muss ich ja doch gestehen. Also, der ist halt wirklich hübsch. Ah. Eine lange Zeit. Natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Oh, schade. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Habe ich schon mal in Zelda gespielt, weil du vorhin gesagt hast, dass ich schlecht in Adventures bin? Nee, ich habe noch nie ein Legend of Zelda gespielt. Ist es wohl unmöglich, dass ich... Jem, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jim. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Aha! Das war das, was ich gesucht habe, mit Shift, Tab, Steuerung, Alt, Enter. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die... Leertaste war's. Oder die mittlere Maustaste. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Jem, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre
Ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Der Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Was bedeutet Portal? Vielen lieben Dank für deinen Host, Timon. Was bedeutet Portalbaum? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Hast du für das Epi dann links was, wenn man Chat nicht unten links sieht? Ich kann das gleich machen, das ist ein Fehler von mir gewesen. Ich habe da eine Einstellung falsch gemacht. Jo, wie benutzt man einen Portalbaum? Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Nee. Oh. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Aber das ist ja... eine... mit... mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind.
Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Das ist ganz schön viel Exposition. Uiuiui. So viel Story. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Es ist aber viel geredet. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Gut, ich habe ein Achievement bekommen. Und es wurde mir im Tagebuch geschrieben. So, weiterspielen. Ich speichere an dieser Stelle mal ganz kurz. Speichermenü. Speichern. So, wir speichern zweimal, weil ich halt, okay. Interessant, was der Pfeil da macht. Mauswald! So, Musik. Jetzt sieht man auch wieder den Chat und die Alertbox. Das, ja, ich hatte, das Spiel war quasi über Chat und Alertbox, deswegen hat man es nicht gesehen. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen der gewisse Charme wie bei Edna, das etwas derbe, schwarze, humormäßige. Es ist definitiv, also in dem ersten Screen, wo das halt mit dem Nebel war, hat es diesen Edna handgezeichneten Charme, wie ich fand. Die, so als hätte das Pokey wieder per Hand gezeichnet. Während das jetzt hier alles ein bisschen anders ausschaut. Ich bin sehr interessiert daran, wie das Spiel weitergeht. Ich wusste, dass es halt nicht so die, oder ich ging davon aus oder habe jetzt erwartet, dass es nicht so sehr die Humorschiene fährt wie Edna und Harveys neue Augen. Weil ich schon die erste Stunde gekannt habe. Also ab hier kenne ich das Spiel gar nicht mehr. Hier habe ich damals privat aufgehört zu spielen. Trotz alledem, ich find's, also es ist halt ein bisschen sehr dialog-heavy grad. Der Stream geht eine Stunde, 10 Minuten knapp. Und ja, ich behaupte mal, dass jetzt nach und nach mehr Rätsel kommen, ne? Aber es ist halt auch kein Deponia oder ähnliches, ne? Das hat er auch dazu gesagt. Ich glaube, nur eine Stunde, aber true. Also es ist wirklich sehr schön, das Spiel, und sehr interessant vom Setting bisher. Aber mal gucken. Also ich kann verstehen, wenn man eher sowas wie Edna oder Harveys neue Augen erwartet hat. Insbesondere, wenn man den Namen Daedalic Entertainment liest. Aber ich, ja. Ich meine, Deponia kommt auch irgendwann nochmal, keine Sorge. Da habe ich ja auch schon die komplette Collection. So, reden wir mal zuerst mit dem rundlichen Tier mit Schirm. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal in Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Okay. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Entschuldigung. Ach ja? Entschuldigung. Wie heißt du? Ich? Jerry.
Also, ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Oh, vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Vielen Dank, Entschuldigung. Oh nein. Hast du mal vor, ein Pokémon-Spiel zu streamen? Ich hätte dieses Jahr sogar noch vor, ein weiteres Pokémon-Spiel zu streamen. Hier, oder? Und zwar wäre die nächste Pokémon Generations, die wir spielen würden, wäre halt die dritte. Ich spür's genau. Da steht wer hinter mir. Der Chat ist klein, ja. Oh nein. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. Ich spür's genau. Okay, sie hat frei und freut sich drüber. Hallo? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen, aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. So, ich kann ja mal durch meine Linse gucken. Oh, da steht wirklich jemand hinter dir. Jetzt ist er weg. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Oh nein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, kannst du es ihm wiedergeben. Oh. Aber war das nicht verflucht? Hallo? Also hier, verfluchtes Buch. Hab Spaß. Yay, dritte Gen. Die dritte ist die beste, deiner Meinung nach. Ich persönlich... Achso, hallo. Story. Bist du ja. Komm, Jerry, ich will dir jemanden vorstellen. Kannst du mir noch 2 Minuten geben? Ich wollte einen Punkt machen. Nee, okay. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan, das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Wipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen.
Grünschnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen? Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Ja. Noch sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Absolut. Okay. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Huch! Hallo, Konrads Nichte Ursula. Okay, ich habe wieder Kontrolle. Ich habe Kontrolle. Hallo. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Okay. Genau. Gens, Pokémon-Gens. Also, für mich persönlich sind meine Lieblings-Gens die zweite mit Pokémon-Kristall und die vierte. Aber nicht mit Platin, sondern wirklich mit Diamant und Pearl. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistrat Mäuserich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Also Vegetarier, mir geht es blenden. Eieiei. Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich einmal, in Mauswald zu wohnen. Okay, Ursula. Was ist hier irgendwo knuffig, ne? Immer Platin und Versuch, sonst hätte ich die Zeit genommen. Ja. Sie ist sie da oben. Ich sage immer. Okay, da ist nichts Neues. Kaminfeuer. Warm? Entschuldigung. Man, das Kaminfeuer ist warm, was du nicht sagst. Minjung, was du nicht sagst. Ey. Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hanna Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Weiß ich, warum ich das mache, ich so fertig, dass er die gesamte Zeit Uhu sagt. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Dann denk mal weiter, Konrad. Wir gehen währenddessen. Achso, warte, ich kann mal ganz kurz... Habe ich hier noch irgendwas zum... Eiserne Rüstung. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun, wären Ritter kleine Hamster gewesen. Feuer warm. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Feuer warm. Gleich 400 IQ. Ja, ne? Netze mit Nüssen. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar.
Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Uhu. So, genau, jetzt habe ich noch hier das Fenster. Halt! Nicht auf die Bücher treten! Aber sie bilden so eine schöne Rampe. Da dachte ich, Wissen wird nicht mit Füßen getreten. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Danke für alles. Gott, ich liebe sein Outfit. Goddammit, Monkey, warum bist du so modisch? Mir gefällt das Spiel, kann mich dabei gut entspannen. Ja, ne? Es ist sehr beruhigend. So, warte, mit wem mussten wir jetzt nur mal ganz kurz? Ich habe noch ein Tagebuch. Steht hier drin, was ich brauche. Einladung für das Wipfelzell, Jonas, das Anja im Baumstamm-Café. Und Blausaft. Genau, das heißt, wir gehen mal zum Baumstamm-Café. Da ist das Café. Goldenes Horn mit Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Kann ich das benutzen? Nein. Litfasssäule, so rum, mit Bekanntmachung. Auf einem der Zettel steht in schwer lesbarem Gekritzel: Achtung, mein Name ist August. Ich bin 5 Jahre alt. Ich spiele gerne Piano. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Und dann hat er noch ein lustiges Gesicht darunter gemalt. Okay, Mr. Pianospieler. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Okay, Blausaft bekommen wir von den Waldzwergen. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Ja, so, da kann ich hoch. Da ist, was sagt das kleine Schild? Hinauf zur Stadtmauer, rutschig im Winter. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Ah, oh, ich will auch mal wieder Schnee haben. Der ist echt modisch. Ja, ne? Holy moly. Also, ne, das ist... Hätte man den in den 90ern gehabt, neben Lola Bunny, dann gehe ich davon aus, dass ganz viele junge Mädels den Marquis als Childhood Crush gehabt hätten. Sprachenbubble. Kann er vielleicht ein bisschen gebrauchen, ja. Hier riecht's aber gut. Und irgendwie auch nach Kräuterbonbon. Nanu? Okay, reden wir mit dem Maulwurf. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment, Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Welle Sumpf, 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Stimmt, ich habe Sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Sie sind also Radiomoderator. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Ich wollte auch immer mal zum Radio. Ich muss schon mal weiter. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Okay. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was?
Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen. Wie die Jugend heute sucht. Nein. Um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Okay. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Na, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ja? Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es noch. Okay. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Fellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maul und... Ja, ja, ja. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Okay, anscheinend... sucht er nach jemandem? Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Ich habe keinen Laubtaler. Nicht einen einzigen.